Spotted you dancing in the club. Shaking it, I was checking you out. So sexy, hot as fuck. Couldn't take my. Grüß Gott! Ja, es wird mal Zeit, ein aufgebrochenes Kerzenvideo zu machen. Schaut euch mal die Tüte an. Oh Gott! Ich habe schon lange nicht mehr so ein Video gemacht, weil ich einfach im Sommer nicht so gern Kerzen anmache. Ihr wisst sicher, wie das ist. Es ist extrem heiß und dann auch noch Kerzen. Das crasht einfach alles. Sorry, ich muss kurz die Kamera bewegen. Aber ich habe jetzt ein paar Sachen doch aufgebraucht und ich will euch die unbedingt zeigen, damit ich sie entsorgen kann. Weil das ist einfach extrem viel. Extrem viel. Und es gehen bald wieder Sachen leer und die kriege ich da nicht rein. Und ja, ich zeige euch die schnell und ich hoffe, euch gefällt das Video, weil ich habe ja schon lange nicht mehr so ein Video gemacht. Als allererstes habe ich diese zwei hier leer bekommen. Das sind die, der Deckel stimmt natürlich nicht. Das sind von Denk mit diese orange Zitrone. Ich glaube, das war, boah, wie lange habe ich die schon? Ich weiß gar nicht. Die habe ich auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Die gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es den noch gibt. Ich kenne mich da nicht mehr so aus. Ihr wisst, ich bin ja kaum noch im DM. Aber diese Denk mit kaufe ich immer wieder nach, weil die relativ günstig sind, im Gegensatz zu dieser Airwick. Und man kann ja diese Airwick, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, diese Airwick-Stöpsel auf die Dinger drauf machen und dann kann dieses Sprühding auch die sprühen. Ja, so viel dazu. Dann habe ich hier eine Kerze. Die war, glaube ich, vom Kick. Die hat mich extrem geärgert, weil die nicht ganz abbrannt ist. Das ist eine Orchidee-Kerze gewesen. Die war ganz okay, aber ja, fand ich jetzt nicht so berauschend. Manchmal bin ich echt enttäuscht von den Kick-Kerzen. Dann habe ich hier Teelichter. Und ganz viele Teelichter. Die waren, glaube ich, vom Möbelix. Die hat mir mein Vater mitgebracht. Und die sind von Müller, die was ich ja immer nachkaufe, weil ich an die einfach schneller rankomme und leichter rankomme. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ja, dann habe ich noch Teelichter. Das sind, was? Schlaraffenland steht da drauf, Melone. Die Verpackung fand ich cool. Die Kerzen waren grün. In der Verpackung haben sie besser gerochen als so. Aber ich glaube, ich würde sie mir nochmal nachkaufen, weil ich liebe Melone. Das wisst ihr ja eh. Dann habe ich hier eine Teddykerze. Das war diese Lemon Cake, wo mir eine Abonnentin damals geschrieben hat, dass sie die auch hat und die fand sie nicht so gut. Ich fand sie ganz okay. Also sie war jetzt nicht so, dass sie gerochen hat im Zimmer, aber ich fand es ganz okay. War dementsprechend ganz in Ordnung. Was pickt denn da? Ja, dann habe ich hier diese Primer-Kerze. Diesen Behälter werde ich wahrscheinlich aufheben, weil ich habe diese viereckigen Kerzen und ich weiß nicht, wohin damit und die werde ich da rein tun. Vielleicht werde ich das auch auswaschen, weil da ist noch die lilane Kerze drinnen, wie ihr sehen könnt. Aber das ist eigentlich nicht so wichtig, oder? Wenn ich jeder wieder eine Kerze reinmache, oder? Keine Ahnung. Aber das werde ich mir auf jeden Fall aufheben, weil ich eben die, na, die viereckigen Kerzen von Herrn Hoxdorf reingeben will. So, Punkt, Ende. Dann habe ich hier noch die beiden hier. Die waren, glaube ich, von Hofer. Durch die ganzen Viecher drin. Die sind schön abgebrannt. Ich zeige euch die von weit weg. Die sind schön abbrannt und die haben auch gut gerochen. Also jedes Mal, wenn ich. Die habe ich nämlich zu Halloween noch brennen gehabt. Oh Gott. Nein, nicht zu Halloween. Blödsinn. Zu meiner Geburtstagsfeier habe ich die brennen gehabt und viele fanden, dass die gut riechen. Die habe ich auch auf Instagram postet. Und ich habe die Melone habe ich noch aktuell in Benutzung. Und die finde ich gar nicht schlecht. Also ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch gibt bei Hofer. Müsste ich schauen. Ja. Dann habe ich hier von Primavera einen Raumspray. Vitalität, klärend, erfrischend heißt der. So, so sieht er aus. Den habe ich mal bekommen, das war ein Tester. Den finde ich aber nicht so gut. Ich finde meinen, na, meinen Orange finde ich besser. Den würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Dann habe ich nochmal diese zwei Kick-Kerzen, was ich euch vorher gezeigt habe. Einmal Orangenblüte und einmal Rose. Meine Mama hat eine urgute Rosekerze gehabt. Da bin ich urneidisch. Die hat so richtig gerochen wie frische Rosen, als hätte man die vom Blumenhändler gekauft. Richtig gut. Richtig gut. Oh, die fällt. Die ist aber auch schön abbrannt. Also, naja, auch nicht wirklich, wenn man das mal anschaut. Schaut, die ist auch nicht wirklich gut abbrannt. Die schon, aber die anderen beiden halt nicht. Und deswegen, glaube ich, werde ich sie mir nicht mehr nachkaufen. Die von Kick jetzt, meine ich. Jo, dann habe ich hier ein Teelicht aufgebracht. Das ist Mandarine, das ist eins meiner Lieblinge. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Das gibt es beim Interspar oder Eurospar oder bla bla bla, wie das heißt. Und das riecht wirklich gut. Das riecht in der ganzen Wohnung und der Mandarine-Duft ist so gut. Ich glaube, ich habe mir auch zwei Backups gekauft oder einen. Also ich habe noch eins auf jeden Fall zu Hause und ich bin froh darüber, weil das ist wirklich gut. Dann habe ich hier eine Riesenkerze, das ist die Lemon Cake, die was ihr in klein gesehen habt vorher.
ja, ist schön abbrannt. Ich meine, ich habe da auch ein paar Leichen drin, aber sie ist schön abbrannt. Da kann man wirklich nichts sagen. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, wo ich Kerzen lieber kaufen würde, Kiko oder Teddy, würde ich auf jeden Fall sagen Teddy. Weil die brennen viel, viel besser ab als die Kiki-Kerzen. Oh, jetzt wird gleich alles fliegen. Wir sind noch bald durch. Also, dann habe ich noch zwei Raumsprays. Die waren aber von Winter. Seht ihr ja eh. Also ihr seht, ich habe lange gesammelt. Die waren, das sagt alles grauslich. Die waren noch vom Winter. Das war der süße Wintermoment mit diesem Vanille und irgendwas. Ich weiß nicht, Vanille und Schokolade ist auch wieder. Das waren meine Lieblinge. Also wenn die wieder rauskommen, kaufe ich mir die auf jeden Fall nach. Weil letztes Jahr waren welche mit Vanille-Orchidee. Die fand ich nicht so gut. Die hat mein Freund gehabt, glaube ich. Aber die finde ich wirklich gut. Die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn es die wieder gibt. Ich habe keinen Platz mehr. Die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Bleib liegen. So, dann habe ich noch zwei Ipuru. Solche Mini-Dinger, was ihr von mir kennt. Die gingen zu schnell leer. Ich habe jetzt wieder aktuell zwei Ipuru in der Küche stehen, weil die anderen zwei kleinen, was ich mir bei Müller gekauft habe, die gehen einfach nicht leer und die nerven mich schon so. Deswegen habe ich die aufs WC gestellt. Und die Ipuru in die Küche, weil ich finde die hübscher. Die von Müller, die kleinen, finde ich irgendwie nicht so hübsch. Und die von Ipuru eben schon. Nur das Negative ist halt, dass die so schnell leer gehen. Weil der große, den ich habe hinten im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob ihr den sehen könnt, da, jetzt habe ich meine Haare gezogen, der geht irgendwie gar nicht leer. Der will irgendwie nicht leer gehen. Aber die kleinen gehen extrem schnell leer. Das war das Orange Sky. Und die mag ich wirklich gerne. Also ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir die in groß kaufen soll. Aber die sind halt mit 15 Euro verflucht teuer. Verflucht euch. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, weil ich habe schon lange kein Video mehr in der Art gemacht. Aber jetzt kommt ja bald wieder Herbst und Winter und da werde ich dann wieder mehr Kerzen aufbrauchen. Ich habe auch hin und wieder welche brennen, aber halt nicht so oft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye!